Wieder falsche Sachen. Elon sagt auch Cheeseburger. Elon sagt auch, Tolkien hätte sich im Grab umgedreht. Hat er Chuglagoon! gestern getwittert, Riesen-Shitstorm. Für ihn? Ja. Hey, ich denke, alle wollen die Serie gerade scheiße finden. Nee, nur die Hardcore-Herr der Ringe-Fans und die Woken. Die Woken? Die Anti-Woken, Entschuldigung. Die Die Sleepen. Anti-Woken, genau, die Sleepen. Alter, krass, andere hätten gekotzt. Ja, das war reine, auch krass. Reine das Körperkontrolle. Digga, was war das? Ein Schluckgeräusch hört, das ist echt krass. Oh. Es geht zu Ende, Paul. Richtig unangenehm. Paul kotzt seinen Magen aus. Warum? Hängt dann auch nur so. Einmal Red Bull getrunken hier. Schon ist es wirklich. Das Zeug ist, ich sag dir, Paul, ist nicht gesund. Ist nicht gut für dich. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Augen zu und durch. Nein, so starten wir das. Oh, doch, bitte. Ich fänd das richtig gut. Ich okay. fänd das auch schön. Hallo, Freunde. Ey, andere hey. Leute haben so reagiert, als sie die erste Folge Herr der Ringe gesehen haben. Ja, sind wir direkt im Thema. Ja, Herr der Ringe, hallo, ich fand's bloß gut, habe ich ein Thema eingeleitet. Ja, und ich fantastisch. Eine Minute gesehen habe bis jetzt. Ach so, du hast nichts. Ich kam nicht dazu. Ich habe noch nicht eine Sekunde gesehen und ich möchte jetzt, dass ihr mir pitcht, ist die Serie meine Zeit wert? Prinzipiell möchte ich dafür erstmal dir eine Frage stellen. Okay. Ja. Hast du Frau? Nein, Quatsch. Nein, ich hab welche, Spaß. Drei. Ja, okay, gut. Nein, Herr der Ringe? Wer ist die dritte? Weiß ich nicht. Heilige Dreifaltigkeit. Also ich war jetzt bei deiner Frau und deiner Paul, Tochter. Paul, im Keller. Im Keller. So weit habe ich nicht gedacht. Also, Herr der Ringe findest du prinzipiell steil. Das ist gut. Findest du steil? Ja. Wie stehst du zum Hobbit? Finde ich nicht so gut. Okay. Aber geht. Okay. Kann ich mir angucken ja, als Fantasy-Film, ist Island. In Ordnung. Okay, kannst du appreciaten. Okay. Ja, ich mag das Universum, ich mag nur nicht, dass sie auf Ziegenböcken aufeinander zureiten und so tun, als wäre es hart. Dann wirst du die neue Serie besser finden als The Hobbit, aber nicht so gut wie Herr der Ringe. Okay, aber nicht so gut wie Herr der Ringe ist, was ist auch einfach eine dumme Aussage. Kann, ja. Nicht so gut wie Herr Ganz der Ringe genau. trifft auf ungefähr 99% also, der Sachen zu. Ich würde es so zusammenfassen, es ist eine unfassbar gut produzierte Serie. Also sie schaffen es wirklich extrem gut, finde ich, diesen Spirit einzufangen. Es sieht gedacht, super es sieht aus. Super Ey, schön es aus. Sieht so gut aus. Die Ausstattung, die Locations, das ist alles Herr der Ringe. 100% ist toll, es ist spannend, du hast das Gefühl, du entdeckst Sachen. Ja, und? Was sie sehr schön machen, ist, sie öffnen halt sehr viel von all dieser Lore, die halt noch ja. im Silmarillion genau. Drin ist. Du kriegst auch, wenn du kein deeper Fan bist und hast irgendwie die Bücher gelesen, plus das Silmarillion, ich kann's, weiß nicht mal, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Necronomicon. Sondern, genau, Silmarilling. Sondern du hast halt die Filme geguckt ja. und bist damit in das Universum ja. gestellt, dann kriegst du da einfach noch geile Background-Informationen. Du hast so ein bisschen auch Origin-Stories halt ja, eigentlich. Also plötzlich geht's halt, hörst du das erste Mal von Melkor bzw. Morgoth ja. und klar, wer jetzt die Filme gesehen hat, denkt sich erstmal so, who the fuck ist Melkor oder Morgoth? Ja. Ja, es geht auch erstmal um die zwei großen die zwei großen leuchtenden Bäume und so. Also es ist viel dabei, wo du sagst so, ah ja, um wenn du dich mit Herr der Ringe immer auseinandergesetzt hast, kenne ich. Und wenn du es nicht getan hast, ist das auch nicht schlimm, weil es ist trotzdem spannend und cool. Ja, aber du erfährst halt auch, wie ist so... Halt, wenn man Ents zu Weihnachten mit Lichterketten schmückt. So, ja. Nee, aber wie ist eigentlich Galadriel zu der geworden, die sie ist? Oder was hat Elrond gemacht? Wieso hat er eigentlich so gute Beziehungen dahin? Und so weiter und so fort. Das sind halt Sachen. Frage, hast du die, hier Schatten von Moria Videospiele gespielt? Ja. Dann kennst du ja Celebrimbor. Ja. Ja, auch ein großer Teil der Sendung tatsächlich. Also ja, es geht cool. ja um cool, das cool, Schmieden cool. der Ringe der Macht. Mhm. Und Celebrimbor war ja derjenige, der die drei Ringe für die Elben geschmiedet hat. Das ja. war eigentlich Sauron. Sauron hat nur einen geschmiedet. Und für die sich. Für die Zwerge weiß ich gerade gar nicht Echt? Genau. Ja, das weiß, I don't know, kann sein. Bin ich jetzt ich gar nicht dachte, ganz der sicher. Hätte nur den ja, für kann sich sein. Geschmiedet. Aber es ist halt cool, weil es ist die ganze Zeit, sie sind auf der Jagd nach Sauron. Ich ja, also es ist alles sehr, sehr spannend gemacht. Tolle Locations, wie gesagt. Krass. Super fantasiereich. Mir, und das ist halt mir reicht schon, dass du so davon erzählst, wie du davon erzählst, als dass ich weiß, ja, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Also ich denke auch, die Zeit ist es wert. Ja, liegt aber auch daran, also ich glaube, ich kann es auch appreciaten, einfach dem Fakt ein bisschen geschuldet, dass ich kein misogyner Rassist bin.
Wahrscheinlich auch deswegen, ja. Ja, es ist, hat gar nichts damit zu tun, aber Cheeseburger. Ja, also, die Leute verkennen halt, glaube ich, manchmal, wie lange es, also wie alt das Buch, das Source Material halt ist und zu welcher Zeit das entstanden ist. Also ich glaube, das verkennen die Leute oftmals. Das muss man halt irgendwie auch in Kontext setzen und Leute, geht mit der Zeit. So egal. Ja. Ja, es ist eh in der Fantasy-Welt. Also so. Nee, Paul. Okay. Das ist alles echt. Das ist schon wichtig, dass man da sich akkurat an die überlieferten Sachen hält. Ja. Also ich sage jetzt persönlich mal danke, Jeff, für diese tolle Serie. Goldblum? Nee, Bezos. Bezos. Ich habe neulich tatsächlich in einem Interview hat er gesagt, dass einer der Gründe, warum er das unbedingt machen wollte, warum er sich die Lizenz geschnappt hat etc., ist, weil er selber so ein großer Herr-der-Ringe-Fan ist. Ich dachte, weil er früher das Buch gut verkauft hat. Nee, er ist vielleicht großer Herr-der-Ringe-Fan, wollte das aber nicht lesen, deswegen hat er es einfach verfilmen lassen. Ja. Das ist so der Spirit, wenn du so reich bist, ist einfach so, will ich nicht lesen, Hörbuch, aber auch keinen Bock. Ey, macht mal, filmt das mal. Ich finde auch übrigens, ich mag das ganz gerne, weil ja nicht wie bei Netflix sonst üblich, alles auf einen Schlag da ist und du musst es durchbingen, sondern ich mag tatsächlich diesen wöchentlichen Rhythmus. Ja. Du magst den, was? Ja, ich mag das. Ich mag aber das jede Woche warten. Du musst ja auch nicht durch. Ich verstehe das. Ich, bei Sachen, wo du es richtig zelebrieren kannst. Mhm. Zum Beispiel, kleine Überleitung, Game of Thrones, damals. Ja? Nachdem ich es geschafft habe, mich durch diese erste Staffel zu kämpfen, war für mich ein richtiger Kampf. Ich habe die, glaube ich, 3-4 Mal angefangen. Wirklich? Ja. Okay, krass. Und dann war ich aber, danach war ich drin. Also die erste brauchte ich aber komplett. Du brauchst erst bei den, mussten erst Leute sterben, damit du drin bist. Nee, ich brauchte irgendwie, ich weiß nicht, der Anfang war. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie Herr der Ringe, wie Game of Thrones angefangen hat. Es fängt an mit dem Hofbesuch von Robert Baratheon in Winterfell. Der kommt da an, da wo auch die Sexszene. Baratheon. Entschuldigung. Wo auch die Sexszene oben ist richtig. Und so weiter und so fort. Wir haben vorhin, wir haben vorhin drüber erst gesprochen. Ich habe es gerne im Original geschaut. Und ich kriege immer so. In welchem Original? In dem Original, in der Sprache, die man da gesprochen hat? Genau. Das Original. In der Sprache, in der es auch gefilmt wurde. So. Okay, unabhängig davon, da war es ja irgendwann, ist es ja zu einer Feierlichkeit geworden. Neue Folge kommt raus. Ja. Dann hat man sich auch mit Leuten getroffen, um die zu gucken und so weiter und so fort. Da die Watchpartys und so, ja. Fühle ich. Habe ich aber lang nicht mehr gehabt, dass ich sage, das ist eine Sendung, bei der das so ist. Ist das nicht bei den Disney-Sachen so, wenn die kommen? Mandalorian. Auch, ja. Ja, bei Loki und war das so. Wisst ihr, was ich daran, stimmt. Entschuldige, ja, wisst ihr, was ich daran das besonders Tolle finde? Mhm. Aber das ist vielleicht auch eine spezielle Sache. Ich bin super krass drin, also ich konsumiere hauptsächlich YouTube eben für genau diese Bubble. Wenn eine neue Serie kommt, gibt es ja super viele Kanäle, die dann sagen, Theorienvideo über die letzte Folge, das könnte noch passieren, das könnte so zusammen. Konsumiere ich super gerne und dieser wöchentliche Turnus ist ja, der ermöglicht das ja. Sonst hast du das ja nicht. Wenn eine Serie direkt kommt, von vorne bis Ende, dann ist ja alles klar. Da muss nichts kommen mit, das baut für mich alles Hype auf, weißt du? Ich freue mich auf die Serie, ich gucke mir das Lore-Video, das Theorie-Video an. Oh, könnte das so und so passieren? Ich gehe viel gespannter an so eine Folge rein und denke mir so, was passiert jetzt? Es fühlt sich mehr an wie eine Reise. Ja, ich verstehe das. Genau das, ja. Also ich verstehe das, aber es ist auch, ich habe auch gar kein Problem, wenn es ganz da ist, ich schaff's sowieso nicht. Also ich brauche sowieso dann irgendwie die Zeit. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt von vielen Leuten gehört, ich hatte eine Umfrage auf Instagram dazu gemacht und da haben halt gesagt, ganz viele warten. Sie warten, bis alles da ist, auch wenn es ihnen dann total schwerfällt, weil um sie herum dann Leute darüber reden und so weiter und so fort. Aber sie warten viel lieber, wenn. Die Leute sind ungeduldig geworden, ne? Wenn alles da ist, um sich das einmal komplett angucken zu können. Wie ist es denn bei der neuen Serie zu Game of Thrones hier, das House of the Dragon oder Lied von Blut, Schweiß und Tränen? Da ist auch wöchentlich. Ne? Ja, genau, ist auch wöchentlicher Turnus. Hast du da reinschauen können zufällig schon? Nein. Wenn du Herr der Ringe keine Zeit hattest, hattest du wahrscheinlich dafür auch keine Zeit. Verstehe ich. Finde ich gut. Ja, gefällt mir unfassbar gut. Richtig, richtig gut. Und das ist so witzig, weil ich bin sowohl von Herr der Ringe als auch davon sehr überrascht, weil ich bei beiden Trailern, die es so vorher gab, echt skeptisch war. Ey, aber dieser Aufstieg, also erstmal, ich musste mich einen Arsch dran gewöhnen, dass Doctor Who mitspielt. Ja. Also wirklich. Ja. Welcher? Der Gute.
Der Matt, gute Doktor. Matt. Ja, Matt. Ja, ja, alles klar. Ja. Und er spielt eine tolle Rolle, muss man sagen. Oh. Die geht jetzt gerade erst so richtig auf. Ich weiß nicht, ob du die dritte Folge schon gesehen hast. Ja, aber nicht ganz, habe ich gestern nicht ganz zu Ende geschaut. Ist ganz typisch Game of Thrones, ja, du hast die politischen Verwicklungen, du hast gut geschriebene Charaktere, muss ich auch wirklich sagen. Es gab ein ganz interessantes Interview mit George R. R. Martin, der gefragt wurde, na, wie stehst du dazu, wenn du das Source Material hast und dann werden die Leute halt irgendwie in der Serie vielleicht auch mal anders dargestellt und so. Und da hat er ganz speziell gesagt, er muss wirklich sagen, dass einige Charaktere in dieser Serie, er ist mega begeistert davon, was die Drehbuchautoren mit diesen Charakteren gemacht hätten, weil die echt noch ein paar Twists eingebaut haben, auf die er selber gar nicht gekommen ist, die diese Charaktere noch viel glaubwürdiger und noch viel tiefer machen. Cool. Also der ist schon happy damit. Und ich denke mir, wenn der damit happy ist, ja, ja, wie kann ich dann nicht happy sein? Ey, aber es sind auch so Momente, der zum Beispiel jetzt in der dritten Folge die Rede vom König, diese kurze besoffene Ansprache, die er zu dem Lannister gemacht hat, die fand ich so unglaublich stark. Ja. Einfach, also der Schauspieler ist auch generell toll, ich mag den super gerne. Es sind auch wieder so viele kleine Details, aber der hat auch, ich finde dieses Krasse von wegen, das ist so ein fetter, also der ist ja nicht wirklich fett, aber ist so ein eher nicht der kriegerisch aussehende Targaryen, ist der König, baba. Aber wenn der sauer ist, dann hast du doch, weil vorher denkst du so die ganze Zeit, ja, der ist so ein bisschen... So eine gemütliche braune Bär. Genau, aber... Es ist ein bisschen... Also der spielt das so gut, weil du merkst sofort, oh nee, doch nicht. Der doch, nee, doch nicht. Ich finde, mich erinnert er immer so ein bisschen tatsächlich an Robert. Ja, genau, Also ich sehe da so ein bisschen die Parallele. Du siehst den erst, dann denkst du so, ja, fetter alter Säufer, nur am Fressen. Ja. Und dann erfährst du plötzlich, nee, Digga, der ist mit einem riesen Streithammer durch die Armeen gedackelt und hat die Leute zerklumpt. Ja, dackelt auch. Ja, also mit so Tippelschrittchen. Also wenn der sauer wird, dann haut er zu. Ist auch schön und ich finde auch seine Tochter spielt unglaublich gut. Gute Wahl auch. Ja. Also ich finde sie hat auch für mich ein bisschen Ähnlichkeit mit Emilia Clarke. Ja, ich verstehe, was du meinst. Dachte ich immer so, oh krass, okay, haben sie extra so gecastet? Ich habe auch festgestellt, ich war Gigalor, direkt am Anfang kommt so ein Text, wo steht, das ist 172 Jahre vor dem Irrenkönig. Also der dann so. Ja. Und ich denke so, okay, und dann wird ein Kind geboren und es kriegt den Namen. Ist das jetzt? Nee, aber so alt werden die doch nicht, oder? Werden die so alt? Also ich habe so festgestellt, ich weiß gar nicht, wie alt die werden in dem Universum. Vor allen Dingen, wenn du gleichzeitig Herr der Ringe guckst. Ja, aber 172 wird halt keiner. Also bei Herr der Ringe ja, aber nicht bei... Genau, und dann saß ich da so zwischendrin und werden die, können die so alt werden? Baden die in Drachenblut vielleicht? Was ist da los? Das ist ja bei Herr der Ringe startet ja direkt so mit Galadriel als Kind. Plötzlich so 4000 Jahre später. Ja, genau. So, okay, was? Bitte. Und, aber ich glaube, krass. Da wird gar niemand so geboren. Aber das ist auch die Drachen, dass da von Anfang an halt Drachen sind. Okay. Das ist halt auch geil. Und auch also große Drachen. Richtige Fickerdrachen. Also die wohl noch gesagt haben, da haben wir sie noch nicht in klein, also da haben sie angefangen, sie gerade in diese Höhlen zu stecken, was ja dann erst bei Game of Thrones gesagt wird, weswegen die alle so verkümmert sind. Die waren dann so. Ist auf jeden Fall beides richtig gut. Also wirklich toll. Aktuell gefällt mir Game of Thrones sogar noch besser als Herr der Ringe. Ja. Ja, bin ich bei dir. Aktuell, aber ich bin auch, das nimmt ja jetzt gerade erst Fahrt auf. Also Game of Thrones hat den Vorteil, die hat schon eine Action-Folge mehr. Game of Thrones war ja auch immer so, dass es viele Schauplätze hatte, auf denen Parallelsachen passieren. Und da ist ja jede Folge, irgendjemand stirbt und da ist eine Intrige und da passiert. Das war ja das Tolle bei Game of Thrones, diese vielen Charaktere, die zusammenkommen. Das hast du bei Herr der Ringe eben nicht. Da gibt es diese Handvoll Charaktere, um die es sich dreht. Und ich glaube, da baut sich die Handlung auf und wird wahrscheinlich in den letzten zwei, drei, vier Folgen richtig fett. Also bei Game of Thrones, erstens das. Mhm. Zweitens bei Game of Thrones, weiß ich genau, was du meinst mit. Es gab einfach unendlich viele Charaktere, die so wichtig waren. Mhm. Zu keinem davon hatte man so eine richtige Bindung. Mhm. Obwohl Game of Thrones es über die Zeit einfach geschafft hat, dass man Leute lieben oder hassen gelernt hat. Ja, absolut. Aber wenn die Charakterauslese der Protagonisten deutlich kleiner ist, finde ich, ist das Bonding immer stärker für mich Absolut. Als Zuschauer. Zu Absolut. Du Charakter. Hast ja dann, du wählst dann ja nur bestimmte aus. Also ich hatte bei Game of Thrones hatte ich auch nur drei am Ende, weißt du, wo ich dann auch so mitgefiebert habe und wo ich auch gemerkt habe, dass es ein bisschen unspannender war, wenn gerade ein Handlungsstrang von jemand anderem verfolgt wird. So. Ja. Das ist wie bei Herr der Ringe und Frodo und Sam.
So. Die skippst du, die Parts. Die skippst du einfach mit Gollum, ja. Das ist Klassiker. Ja. Was für euch bei Game of Thrones? Würde ich jetzt mal einfach gerne wissen, welcher Charakter war der, mit dem ihr am meisten mitgefiebert habt? Jon Snow. Mhm. Bin ich bescheuert? Wie heißt der Kleine? Versuch mal einen. Peter Dinklage. Du meinst Tyrion. Tyrion Lannister. Ja. Und. Jamie. Nee. Nicht? Okay. Emilia Clarke. Achso. Ah, okay. Die drei war fand ich halt so zum Kotzen in der letzten Staffel. Die alte ging nur noch auf den Sack. Ja klar. Aber es ging ja jetzt um. Das waren generell die drei Charaktere, mit denen ich mitgefiebert habe über Game of Thrones. Wer ist bei dir? Team Arya, Alter. Was Team Arya? Arya, super. Ja. Ich bin. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie beim Bluthund war. Wo sie die, in Anführungsstrichen, Ausbildung der Schatten gemacht hat und so. Ja, da muss man auch einfach sagen. Ja, Arya, sorry, ja, ich hab die gerade vergessen. Weil ein Mädchen keinen Namen hat, Bro. Ja. Ich fand die ganzen, alle Charaktere, die rund um den Hound stattgefunden haben, Clegane hat. Ja, ich fand den halt cool. Ich fand die Dynamik zwischen ihm und Tormund fand ich geil. Ja. Das war lustig. Ich fand die Dynamik zwischen ihm und Brienne fand ich geil. Aber ich war auch so, Brienne mochte ich sehr. Ich mochte Jamie. Ich stell gerade fest, es gab viel mehr coole Charaktere, als ich selber so in Erinnerung habe. Es ist schon eine Weile her. Wieder hochkommt, ist wahr. Nice, aber wir haben ja noch zwei Serien, auf die ich mich freuen kann. Ja, auf jeden Fall. Da hätten wir auch an der Stelle, haben wir gerade schon ganz kurz vorher drüber geredet, ein Film, den wir alle gesehen haben auf Netflix, über den würden wir gerne mit euch sprechen. wie du das einleitest. Also ich sag mal, Domo hat gesagt, er hätte gerne seine Lebenszeit zurück. Verstehe ich. Also, verstehe ich überhaupt nicht. Ein Film mit Jamie Foxx. Ja, hält uns auf die Sprünge. Day Shift. Day Shift. Dankeschön. Vampirfilm. Ja. Überraschung. So ein einfach auf Netflix gedroppt plötzlich mit Jamie Foxx ein Vampir-Action-Film. Und ich denke so... Jamie Foxx und mit hier... Okay. Der Bruder von James Snoop Franco. Snoop Dogg ist dabei. Und Snoop Dogg. Richtig wild. Also erstmal siehst du das und denkst dir so, ja gut, da gucke ich natürlich rein. Hallo, das lasse ich mir nicht entgehen. Also Jamie Foxx, Snoop Dogg und so. Vampirfilm, hallo. Und er mutet auch so ein bisschen, John Wickish an, am Anfang. Ja, und er hat auch so, er ist so... Diese geheime Organisation und John Wick und alles ist aber bürokratisch. Ja. Aber auch ein bisschen From Dusk Till Dawn. Ja, das ist auch dabei. So. Alles das so ein bisschen drin. Ich mochte den. Ich fand den trashig genug, den richtig abzufeiern. Ich fand, die Actionsequenzen in diesem Film waren absolut zu feiern. Die waren kreativ, die waren wuchtig, die waren cool, die haben mir richtig gut gefallen. Die Rolle, ich liebe das. Dave Franco, finde ich, ist da so gut wieder in dieser Rolle. Von der Action-Nerd. Also das ist richtig stark. War lustig, aber es gab auch echt viel Quatsch in diesem Film. Aber wenn ihr da rangeht und einfach unterhalten werden wollt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Aber sucht nicht nach Logik in diesem Film. Nein, um Gottes Willen. Einfach nur flach. Auf keinsten. Aber die Action ballert. Das muss ich wirklich sagen, die hat und Spaß Snoop gemacht. Und Snoop Dogg ballert. Richtig, richtig gut. Sein Kampfstil dann plötzlich, als er da so richtig loslegt, das war richtig gut. War auf jeden Fall echt eine Überraschung. Ich hab den geguckt und gelacht. Auch dieser typische Schnitt, er geht aus dem Bild, dann siehst du nur noch nie das Gesicht vom Stuntman. Ja. Und dann am Ende kommt er wieder so ins Bild. Ja. Das ist so geil. Dass sie halt damit auch so gespielt haben, fand ich mega. Ja, fand ich auch cool. Aber ich komme leider auf den Namen nicht. Wenn ihr einen richtig guten Vampirfilm, den Tipp will ich nur schnell loswerden, auf Netflix sehen wollt, die hatten vor 2 Jahren ungefähr einen mit so einer, mit einer Frau, oh so Gott, kurzhaft. Nicht das deutsche Ding im Flugzeug. Nein, nicht der. Den fand ich furchtbar. Oh Gott. Der war schlimm. Nein. Waren wir bei der Premierenveranstaltung. Ich weiß nicht, ob das ein Vampirfilm war, aber die waren halt unsterblich. Wie hieß denn der? Die hatten auch so ein komisches fucking Kreuz mit so einem Kreisdruck. Achso, du meinst dieses Immortals-Ding, wo die so ein Templar-Verband waren. Ja, genau der. Ich komme auf ihren Namen nicht, aber du weißt, welchen ich meine. Ne? Charlize Theron in der Hauptrolle. Oh ja. Der war richtig toll. Stimmt, der war old. Es kommt in die Richtung. Du bist fast da. Oh Gott, ich komme nicht auf den Namen. Aber wenn ihr einen guten Actionfilm sehen wollt. The Old Guard. Dankeschön. Ja. Yes. Ihr keinen Bock auf Day Shift habt und einen guten Actionfilm sehen wollt, gebt euch The Old Guard, weil der war für mich im Vergleich einfach viel geiler. Ja, finde ich schwer zu vergleichen. Das Genre ist auf jeden Fall ähnlich. Ja, nicht mal das. Ja, da spielen auch so. Ja, da. Ich habe ihn gerade wieder gefunden. 2020 war es, das ist vollkommen recht. Ja.
Ja, das stimmt. Was haben wir denn noch so schön? Ich habe einen guten Actionfilm gesehen, über den ich mich sehr gefreut habe, bevor ich nochmal zu einer Serie, zu einer Comic-Verfilmung ganz kurz komme. Kann man flach finden, kann man zu pathetisch finden, kann man zu patriotisch finden. Ist mir alles egal, ich fand Top Gun super. Der neue. Ja. Ja, ich habe ja viel gehört, dass der gut ist. Ich habe den selber nie gesehen, noch nicht gesehen. Ich habe mir Home-Video-Premiere sofort am Tag, als er rauskam, habe ich mir das Ding gegönnt. Ich bin großer Tom Cruise-Fan. Ich eck damit immer wieder an, mit Leuten, die sagen, hey, Tom Cruise mag ich nicht. Ich finde fast alles, was der gemacht hat, gut. Ja, ja. Ja. Weil der Mann geht halt auf. Beste, beste Rolle, Tropic Thunder. Stimmt, hast du völlig recht. Hast du völlig. Aber was ich zum Beispiel bei dem neuen Top Gun toll finde, ist auch da der Anspruch, mit dem sie rangegangen sind, halt einfach zu sagen, ich setze mich halt legit in so einen Fighter rein und flieg den. Mhm. Ich habe so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen gesehen, weil die haben halt auch Szenen reingenommen. Ja. Wusstest du, dass das der Grund ist, warum sie ein bisschen am Drehbuch umschreiben mussten? Aufgrund dessen, dass Tom Cruise selber fliegen wollte in den Szenen. Achso, davon sind sie nicht ausgegangen. Okay, krass. Sie sind zumindest nicht davon ausgegangen, dass er so krass durchzieht und dass das seine oberste Prämisse wird für diesen Dreh, dass er sagt, ich will so viel wie es geht selber fliegen. Ja, der ist Problem ist aber nur, krass bei sowas. Sie durften ihn halt wegen so Militärgeheimnissen und hast du nicht gesehen, gab es eine gewisse Grenze, wie modern das Flugzeug sein darf, in dem sie drehen. Und deshalb sind das halt so diese älteren Trainingsmodelle. Und deshalb kam diese Verstrickung rein mit diesem ganzen, oha, aber die neuen Fighterjets der fünften Generation, die sind ja viel schneller und so weiter und so fort. Das war so gar nicht geplant. Das mussten die dann so ein bisschen einbauen im Sinne von, ja gut, aber ein moderneres Flugzeug darf er nicht fliegen. Es gibt da diesen einen Moment, wo sie über diesen Berg fliegen. Ja, ja. Da gibt es so eine schöne Szene, haben sie nämlich erzählt, wo du siehst, wie der Schauspieler aus seinem Sitz, weil er nicht fest genug geschnallt war, angehoben wird und sich oben den Kopf mit seinem Helm an dem Bach stößt. Das ist sogar im Film. Das ist diese Oh-Shit-Szene, ja, genau. Wo er da das ist im Film ditcht. Geblieben, weil sie gesagt haben, das ist einfach so cool, weil es halt so echt ist und außerdem, dass der einzige Take ist, den sie davon hatten. Ja. Aber ja, das sind so die Sachen, die mag ich an solchen Produkten. Ja, Alter, brutal. Ich meine, Dayshift war schon 100 Millionen, hat er gekostet, ne? Was? Was? Ja. Dayshift? Wow. Ja, 80 davon waren Schauspieler. 80 hat Snoop Dogg gekriegt. Ja, das kann sein. 80 hat nur Snoop gekriegt. Ja. Kann sein. Ja, ja, gut, das ist ja auch immer so mit den Gagen, ne? Dann waren ungefähr 15 waren dann noch VFX und 5 war der Rest. Jamie Foxx. Der Frank hat es einfach für Opel gemacht, weil er es geil fand. Der Franco durfte mitkiffen. Ja. Der hat auch kein Skript gehabt oder so. Der einfach das kann sein. Ja, der hat ein Skript. Die haben einfach Rosa von Braunheims Bettwurst nachgemacht als Vampirfilm. Hey, hier ist die Kamera, redet einfach. Okay. Oh, schöne Lüftungsschlitze. Ja, ich habe aber noch eine Serie gesehen, die mir sehr gut gefallen hat. Comic-Verfilmung, jetzt auf Netflix gerade angelaufen. The Sandman. Oh ja, Sandman war unfassbar fantastisch. Ich bin noch Mann. Dabei tatsächlich, aber ich finde es richtig schön gemacht. Wo bist du? Was gerade passiert? Was war das Letzte, was ich passiert habe? Er ist, glaube, wem ist er begegnet? Verlangen oder so ähnlich oder irgendwas? Zum wiederholten Male? Ja. Ah, ja. Ja, ja. Warst du schon, ich will jetzt nicht spoilern oder so, warst du schon in dem Teil, der in der Hölle stattfindet? Ja, ja, das ist ja, das ist, Desire genau. kommt erst nach genau. der Hölle. Ich hab das schon dann gesehen. Warst du da schon, okay. Ist fantastisch, oder? Der also, Kampf war mega. Der war genial. So toll. Der Kampf war generell mega. Generell die Bildsprache darin, ich meine, guck mal, die Prämisse, die sie haben, ist halt, er ist der Herr der Träume. Das heißt, ihnen ist in der Bildsprache halt keine Grenze gesetzt. Ja. Und das, finde ich, haben sie sehr schön ausgespielt, diese Muss Karte. Also es ist wirklich visuell, ist das Ding fest. Ja, definitiv. Und auch die Idee dahinter, also die Unendlichen. Können wir auch ganz kurz darüber reden, wie hot der Boy einfach der Boy ist. Der Boy ist. So, ich meine, ich bin jetzt nicht vom anderen Ufer, aber das muss man appreciaten als Mann. Also, sorry, also ganz oft sehe ich da, denke mir so, wenn ich eine Frau wäre, würde ich jetzt ausrasten. So. Rastest du bei Frauen, die du super attraktiv gar findest, nicht. Im Fernsehen aus? Nee, ich ja, komplett. Genau so stelle ich mir vor. Kommt, er läuft gerade in der Serie. Ja, hast du gesehen? Abends, Fernsehabend mit der Couch und mit meiner Frau direkt angefangen zu onanieren. Komm dir die Alter an! Ja, wie? So? Vielleicht ein drüber. So stelle ich mir aber Ollis Schilderung gerade vor. So wie Randy Marsh in South Park, wo er auf die Kochshows abgeht.
Bro, kennt ihr die Folge? Ach, redest so mit jemandem, der in seinem Leben legit 6 Folgen South Park gesehen hat. Ah nein, es gibt so eine gute Folge. Ja, da ist ja, er ist abhängig von Kochsendungen und das Kind sitzt auf der Couch, guckt Fernsehen, da kommt's an, ja, Daddy's TV-Time. So, er packt sich ein Kissen drüber und dann läuft eine Kochsendung und ich sage, oh, ich glasiere den Bacon. Er so, oh, er sich halt einen am runterholen, die Kinder sitzen da und dann kommt plötzlich Werbung und das ist halt so eine sexy Werbung und dann siehst du ihn halt so, oh nee, nicht, oh kacke, und dann geht's weiter mit der Kochsendung. Ja. Das ist mega lustig, einfach. Das ist richtig cool. Ja, hier auch Empfehlung, South Park, kann man gucken. Nee, aber The Sandman lohnt sich. Ja. Spannender Plot. Ja, super, auch geile Geschichte dahinter. Ich finde ihn ein bisschen unseren ersten Antagonisten sozusagen. Ja? Finde ich am Anfang bisschen schwierig. Ja, ja. Und als dann der Moment kommt, dass das alles nur gespielt war, mega. Ja. Also das wirklich, wo ich am Anfang dachte so, oh nö, nicht so einer. Und dann aber... Ich mag an der Serie einfach, mag ich prinzipiell bei Serien immer, wenn sie versuchen auch ein bisschen anders zu sein, aber nicht auf Zwang, sondern einfach, weil sie sagen, wir haben jetzt einfach Bock, eine ganze Folge in einem Diner abzuspielen. Ja, hier so ein kleines Kammerspiel draus zu machen. Nehmen wir uns einfach die Zeit für. Fand ich eine richtig starke Folge, muss ich sagen. Das huckt mich einfach, wenn man nicht nach Schema F denkt, hey, wir wollen jetzt hier Marvel Avengers irgendwie nachbauen, sondern wir haben hier, wir gehen respektvoll mit dem Material um, was wir haben und versuchen uns einfach kreativ richtig auszuleben. Und da merkst du, das ganze Team, die daran mitgearbeitet haben, haben die einfach selbst übertroffen, muss man wirklich sagen. War wirklich gut. Eine der besten Comic-Verfilmungen der letzten Jahre, anders als She-Hulk. Hey, sehe ich anders. Okay. Ich habe Spaß an She-Hulk. Ich habe noch nicht reingeschaut, da bin ich raus. Also ich habe wirklich... Ich habe aufgehört, weil ich keinen Charakter sympathisch finde. Echt? Geh mir alle auf den Sack. Okay. Ich habe schon so in dem ganzen Marvel-Kram, mochte ich sowieso den Bruce Banner-Hulk, mochte ich irgendwie nicht. Ich weiß... Ich bin irgendwie nicht so richtig, also ich mag den Schauspieler, ich mag, wie dorky er ist, ich liebe die Szene in Thor Ragnarök, wie er da von dem Schiff runterspringt und auf der Brücke landet, eine der lustigsten Szenen überhaupt. Aber ich weiß, ich bin da noch nicht so richtig warm geworden mit ihm und deswegen komme ich an She-Hulk auch noch nicht ran, weil ich habe jetzt zu ihr auch nicht wirklich irgendwie guten Draht. Ich habe nur diese eine Szene gesehen, wie sie da twerkt im Büro mit ihrer Chefin oder was. Nein, das ist mit ihrer neuen Klientin. Aber das sind ja immer, die haben ja immer diese End-Credit-Scenes da drin und ich weiß, das ist so eine und die sind mit Absicht ein bisschen lustiger. Aber ich habe noch nicht reingeschaut. Aber ja, aber auf dieser Twerk-Szene, die gesamte Folge baut darauf auf, um bei dieser Twerk-Szene zu enden. Okay. Also das ist so, die rausgeschnitten. Ich verstehe das. Ich fühle mich wirklich unterhalten, auch auf eine nette Art und ich kann das so seicht nebenbei gucken. Ja. Ist jetzt auch nicht, wo ich sage, Deep Dive, aber ich habe nach der ersten Folge war für mich klar, nee, will ich weitergucken. Ja, und bei mir war halt wirklich nach Folge 2 echt so diese, boah, nee, ich hab's jetzt wirklich versucht. Ist nicht meins. Aber an der Stelle wirklich, ich hasse ja die Serie jetzt nicht, aber es ist sowas, wo ich mir denke so, habe ich jetzt die Zeit nicht für, fällt jetzt einfach für extra, über. Ja. Nee, also, verstehe ich. Aber zu dem anderen Thema, wo du gerade Thor Ragnarök gesagt hast, Thor Love and Thunder. Hat den jeder von euch gesehen? Nee. Und ich bitte euch, ich freue mich so sehr auf den Film. Ich habe es bisher einfach nicht ins Kino geschafft. Ist überhaupt nicht schlimm, weil jetzt Tag, Standaufnahme heute ist der 6. Übermorgen, kommt er auf Disney Plus. Da bin ich dabei. Ja. Und das ist gut. Ich fand ihn, ich freue mich richtig, ihn nochmal zu gucken. Hallo? Ja. Wenn ich sage immer seinen Namen falsch, weil ich immer an Waititi denke. Ja. Ja. Taika Waititi. Taika Waititi, danke. Wo war das denn? Wenn. Was? YouTube, White Hitty. Nein. Ach so. Ich war mit Chung unterwegs und wir hatten einen Besoffenen, der angekommen ist und Chung gefragt hat, ob er das ist. Zeig aber, ja, das ist super lustig. Das hatte aber überhaupt gar keinen Sinn, weil die sehen sich überhaupt nicht ähnlich. Aber, also, wenn der einen Torfilm macht, bin ich so oder so dabei. Ja, aber der ist, ich fand den, also, da gibt's so geile Szenen und ich freue mich so sehr darauf, dass der übermorgen kommt und ihn wieder zu gucken. Du hast ihn gesehen? Ich habe ihn im Kino gesehen. Fandst du ihn? Also ist ja immer schwer, jetzt Filme zu vergleichen. Ich fand ihn geil. Besser als Thor Ragnarök? Oh!
Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Für mich ist Thor Ragnarok der beste Marvel-Film, den es gab. Thor Ragnarok war aber auch Thor Ragnarok. Jetzt machst du aber eine Tür auf. Die Tür, bitte wieder zumachen. Die Tür würde ich auch nicht aufmachen. Aber es ist auf jeden Fall der beste Thor gewesen, wie ich fand. Ja, weil ich es hatte die perfekte Mischung aus Spaß von Guardians. Ja, oh, Guardians of the Galaxy ist auch stark gewesen. Von genau. Avengers. Ah. Action von Avenger mit Düsternis auch. Jetzt und diese Kombination war richtig gut. Ja, ich muss auch nochmal revidieren. Also Guardians of the Galaxy 1 und Ragnarok stehen auf einer Stelle. Guardians of the Galaxy 1. Es gibt Leute, die hassen den Eintritt von den Guardians in das MCU. Wirklich? Ja, und ich dachte... Verstehe nicht. Gibt auch Leute, die AfD wählen, muss immer ein paar dumme. Ja, okay. Stimmt wohl. Aber da auch, das hat natürlich, die sind natürlich ein bisschen mehr jetzt auch hier am Anfang vertreten, ja. Bei Love and Thunder. Und die, das ist. Ich freue mich auf den dritten Guardians of the Galaxy. Fühlt euch nicht getriggert, Freunde. Ja. Ihr Schmecker sind verschieden. So wenn ihr euch überhaupt in irgendeine Richtung fühlt, dann könnt ihr uns gerne einfach auch auf Social Media eure Meinung oder eure Tipps für Netflix etc., Disney Plus, was auch immer, wenn ihr eine tolle Serie gesehen habt, könnt ihr uns gerne da lassen. Dann schauen wir da gerne mal rein und sprechen hier in unserem Film- und Serien-Podcast mal drüber. Super gerne. Denn wir sind auch schon wieder, Mann, das geht so schnell, wir hatten auch mal wirklich tolles Material. Es ist endlich wieder so ein Zeitpunkt gekommen, wo es auch wirklich wieder viel zu gucken gibt. Ne? Ja. Wir hatten ja so eine etwas längere Durststrecke. Ja, es wurde ja so viel verschoben auch und... Mhm. Jetzt wird rausgeballert. Jetzt wird, glaube ich, auch richtig rausgeballert. Ich freue mich auch auf das neue Star Wars Andor. Andor, mhm. Zum ist es Beispiel. Andor oder ist es Endor? Endor. Der Planet eigentlich. Endor wird mit E geschrieben, glaube ich. Das aber so die Serie heißt Andor. Okay. Also die ist mit A. Ja, ich weiß. Deswegen war ich so verwirrt, ob es jetzt Endor ist, aber Englisch halt ausgesprochen wird, oder ob es Andor ist. Mit A. Jetzt ist die große hättest du jetzt nicht gesagt, Endor wird mit E geschrieben, hätte ich gedacht, die Deutschen haben das einfach Englisch ausgesprochen, aber jetzt bin ich auch verwirrt. Ja. Wir gehen der Sache auf den Grund, Freunde. Alright. Oder ihr. Oder ihr. Oder ihr. Gut. Also bis zum nächsten Mal bei Augen zu und durch. War schön. Danke. Auf Wiedersehen. Cheeseburger. Jetzt muss ich das googeln hier. Andor. Stell dir vor, jetzt gibt es einen Typen, der Andor heißt. Leute, direkt ähnliche Fragen. Wann kommt die Endor-Serie? Tatsächlich ist das... aufgeklärt. In der titelgebenden Hauptrolle wird Diego Luna als Rebellenkapitän und Spion Cassian Andor zu sehen sein. Okay. Das hat also nichts mit dem Planeten zu tun, sondern mit dem Typen, der Andor heißt. Cassian ist irgendwie geil.